Willkommen zurück zu meiner bereits 38. Folge Thief Comparison. Oder ist es die 37.? Was weiß ich. Auf jeden Fall, in der letzten Runde haben wir mit den Azteken wieder Frieden geschlossen, oder zumindest einen Waffenstillstand. Und wir schauen uns jetzt mal in einen Kontinent an. Das ist nicht der Hauptkontinent. Der Hauptkontinent ist das da. Und da oben haben sie auch noch was. Aber wenn wir was erobern, dann einmal hier diesen Kontinent. Den schauen wir uns mal an mit unseren Spionagehändlern. Da haben wir außerdem gerade noch eine Stadt entdeckt. Oh, die wollen auch Wein. Ist das schön? Das heißt, wir können Weinkarawanen auch herunterschicken. Also wenn uns jemand gefährlich wird, dann sowieso nur die Azteken. Die sind nämlich technologisch relativ weit. Ich meine, die Zulus sind eigentlich auch relativ weit. Aber was soll's? Das sind ja nur Zulus. So, ich habe gesagt, schicken wir da. Ja. Das Gebiet ist fürchterlich zum Besiedeln, nur einen Haufen Dschungel wegbringen und Sumpf und was weiß nicht was alles. So, ich glaube, du bleibst da in der Gegend, du schaust das mal an. Aber bei Viroconium könntest du dann Leute abholen, die du zu den Zulus rüberbringst. Und wir werden da jetzt auch eine eine Railroad hier bauen. Nach Running Bear runter. Der Buffalo ist da ein bisschen ein Verkehrsknotenpunkt. Da geht es in alle Richtungen weg. Nach Raging Brook. Nach Running Bear und nach Killdeer bauen wir auch gerade eine Straße. Die sind wirklich noch eine Demokratie. Was fällt denen ein? Was kann man noch machen? Botschaft kann man keine mehr bauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Haben die irgendetwas zum Stehlen? Ich glaube nicht. Ja, dann opfern wir vielleicht. So. Knarre kommt nach Chicago. Für den Fall, dass die Amerikaner doch noch doof werden. Was ich eigentlich nicht hoffe. Stadt, die wir noch nicht kannten. Oh, Subvert City, was soll's, das kommt zwar teurer. Aber wir haben ihn damit Women's Suffrage zerstört. Ausgezeichnet.
Wenn sie es da drinnen gebaut haben, wie sollen die da jemals fertig werden da drinnen? Wie hätten die da jemals fertig werden wollen da drinnen? Auf jeden Fall müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ab jetzt können sie uns, wenn sie den Krieg erklären, eine Stadt auf ihrer Insel quasi erobern. Das ist immer so eine Sache. Wie viele Städte hast du eigentlich? Du hast noch immer irre viele Städte. Ja, so viele haben wir denen eigentlich noch gar nicht weggenommen. Also so viele sind es dann auch wieder nicht. Jo, was willst du denn? Nein, kriegst du nicht. Wir haben da nicht mal einen Waffenstillstand mit denen. Wir haben gar keinen Vertrag mit denen eigentlich. Irgendwie ist das noch seltsam. Do you take us for fools? We'd no sooner turn our back on you than we'd find your knife there. Now be gone. Okay. Ach ja. Ah, vor allem du solltest herumfahren, weil ich glaube, Silver hat da eh keiner. Okay, jetzt muss man das machen. Ich finde diesen Thron so hässlich, das ist so fürchterlich. Den mache ich immer als absolut letzten möglichen Ding. Ab jetzt kommen nur noch Verzierungen rein in den Thronsaal, die kann man vorher leider nicht machen. Das heißt, man muss den Thronsaal auf Maximum ausbauen. Naja, das war abzusehen. Hey, noch ein Freight. Gold braucht nur Schwarz. Na, immerhin wäre das am selben Kontinent. Gems braucht nur Killdeer. Das wäre nicht am selben Kontinent. Würde aber wahrscheinlich mehr Geld bringen. Machen wir trotzdem Gold. Das geht einfacher. Da brauche ich keine Dings. Da brauche ich keine großen logistischen Meisterleistungen mir überlegen. Oh, mein Effekt. Na. Aquädukt. Minted Buffalo. Aquädukt brauchen wir dort auf jeden Fall. Da brauchen wir mal eine Library. Yay, in Salzburg lieben sie uns. Seht ihr? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Gleich viele. Glückliche wie Dings. Das heißt, die wächst schneller, die Stadt. So. Oh, da geht es aber noch schön weiter. Brauchst du Silk? Ja. Brauchst du Silk? Nein. Auch Tlaxcala Kohle? Nö. Brauchst keine Kohle. Du brauchst Kohle. So, ich brauche hier noch irgendwo anders Schiffe.
Gut, jetzt haben wir das da auch verbunden. Das heißt, Wien ist damit Auckland verbunden. Also von Salzburg bis Auckland gibt es jetzt eine Verbindung. Klagenfurt gehört noch verbunden und Irokastl. Richtung. Du wartest. Du gehst mal daher. Du gehst auf das Schipernackel. Und das Schipernackel fährt wieder Richtung Süden. Und du gehst nach Lugdunum. Wo ist denn Lugdunum da? Das heißt, du gehst einmal daher. So, da mal dieses schwarze Gebiet an, damit wir das endlich frei haben. Macht es da auch eine Eisenbahnverbindung? Das ist auf so eher unterentwickelten Kontinenten wie dem hier, ist das dann immer ganz lustig, wo die Eisenbahnen entstehen. Die entstehen dann immer irgendwie dort, wo man neue Städte erobert und weniger dort, wo die beste Infrastruktur ist oder wo man neue Städte hinbaut, so da wo die gute Infrastruktur ist, nämlich da, was ich als erstes erobert gehabt habe, sind nämlich keine Engineers, die man dann immer umsetzen, aber langsam aber sicher machen wir das dann schon. So. Ah ja, das war das Gold. Dann gehen wir nach Schwarz. Und establishen eine Trade Route. Nur 32 Gold sind 32 Gold. Ist auch besser als ein Stein am Schädel, könnte man sagen. Und es produziert ja weiter hoffentlich ein bisschen. Na, immerhin zwei Trade produziert. Das ist auch ein Gold und eine Forschung oder ein Gold und ein Luxury pro Runde. Da geht's ja weg, ihr blöden Su. Jetzt habe ich euch hier schon fast jede Stadt hier weggenommen. Jetzt rennen die noch immer mit irgendwelchen Typen rum. Die Römer haben Explosives entdeckt. Naja, gut. Hörst du auf? Sag einmal, geht's dir noch gut? Kannst du bitte nicht weiter mich angreifen? Metallurgie. Die Su und die Sulu. Klingen schon so ähnlich, arbeiten sehr gut zusammen. Wenn der eine was entdeckt, kriegt es der andere auch. Das ist nicht nett. Das heißt, die erforschen doppelt so schnell im Endeffekt. Kleinterbord Aquädukt. Bomben Freight. Karawane.
mal das. Jetzt bauen wir mal die Infrastruktur rund um Chicago aus. Sowas. Ah, du musst da hier. Ah, dieser Kohletransporter geht nach Klagenfurt und von Klagenfurt nach Oakland und von Oakland zu den Azteken. Gut, so. Jetzt haben wir da endlich einen Diplomaten. Das heißt, wir können da mal anfangen, Sachen zu erobern. Mich ist der Rom ein bisschen im Weg. Pisa braucht keinen Wein, gell? Das wäre natürlich zu schön. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht an mit seinen Truppen in Pisa. Yay, Antium hat auch eine Verbindung an irgendein Eisenbahnnetz jetzt gleich. Gut, und da haben wir eigentlich auch eine recht gute Verbindung mittlerweile. Jetzt verbinden wir da Ravenna mit dem Rest der Welt. Ach Gott, da kann man nicht weiterarbeiten. Ist einfach zu gefährlich. Ich mag nicht, dass er mir Ingenieure umbringt. Könnten wir das bitte lassen? S heißt Sleep und dann bleiben sie gleich vor Ort. So, Silk. Da brauchen wir Silk, oder? Jupp. Auf nach Zinzunzen. Boah, 348 Goldstücke aus Ilmitz. Oder für Ilmitz. Puh, bringt auch nicht viel mehr Handel als der Handel nach Schwarz. Das runter. Die Römer haben auch die Eisenbahn entdeckt, ist ja schön. Irgendwie schön, wenn wir da zu dem Kontinent kommen würden, über die Arktis, aber ich fürchte, das wird es nicht spielen. Gibt es bei mir irgendeinen Kontinent, der mit der Arktis verbunden ist? Eigentlich nicht. Ah, ärgerlich. Die Verbindungen über die Arktis sind schon teilweise sehr praktisch. Dann kann man nämlich dann eine Eisenbahn durch die Arktis bauen.
muss zugeben, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man normalerweise machen würde, aber. So, Malinalco braucht Kohle, oder? Ja. Noch eine schöne Verbindung. So, an dieser Stelle werden wir jetzt wieder Schluss machen und schauen, wie es uns mit dem Krieg gegen die Songhai geht. Naja, bis zum nächsten Mal, würde ich fast sagen. Also, in 2 Tagen sehen wir uns bei Ziff 2 wieder, aber jetzt gleich anschließend Ziff 5. Bis dann. Willkommen, meine lieben Freunde, zu meiner 38. Folge Ziff Comparison, dem Ziff 5 Teil. Aufgehört haben wir letztens, indem wir den Songhai den Krieg erklärt haben. Heute machen wir damit weiter. Auf sie mit Gebrüll, würde ich fast sagen. Die Stadt haben wir noch nicht angegriffen, Timbuktu, also wir wollen Timbuktu erobern und dann hoffentlich in einer Friedensverhandlung, weil wir sind definitiv stärker als er, Valletta frei schießen. Das wäre ganz toll, wenn wir Valletta frei kriegen. Weil ich würde gern Valletta befreien. Würde es wieder gern zu einer freien Stadt machen. Dafür müsste ich aber zumindest einmal Timbuktu erobern und militärisch stark überlegen sein. Also zumindest militärisch stark überlegen sollte ich sein. Na gut, schauen wir mal. 2 Runden können wir ja heute spielen. Dann länger das letzte Mal gegangen. Bei Ziff 2. Ah, okay. Wir haben irgendwas vorgeschlagen, was er nicht mag. Deswegen hat er uns letztens denunziert. Was haben wir vorgeschlagen? Es wäre schön, wenn wir noch innerhalb dieser 12 Runden. Ach, Mist. Ah, ausgezeichnet. Sie greifen ihn an. Das ist mir sehr recht. Das ist mir ausgezeichnet. Das ist ja ausgezeichnet. Dann kann nämlich der noch die Stadt angreifen. Wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. So, dann machst du das. Dann greifst du die Stadt hier an. Oder na, genau daher. Und du bist daher, weil dann kann der da nicht anlanden. Da muss er dann noch weitere Wege gehen mit seinem dämlichen Druck. Und du bleibst da, sicherheitshalber. Was ich kaufen kann, eine Moschee. Das ist ja cool. Kaufen wir jetzt Geländefelder. Wir wollen dieses Zeug wollen wir in unserem Land haben. So, dann schauen wir uns mal an. Wo sind die? Achso. Was zuerst noch? So, du schießt auch noch auf die Stadt. Und du
schießt auch auf die Stadt. Passt. Ich hoffe, er greift weiter die Musketier da an. Weil den bringt er nicht so schnell um. So, schauen wir mal, wo haben wir denn die Altertumsstätten? Da gibt's eine. Da gibt's eine. Hatten wir die nicht schon? Da gibt's da zwei oder wie? Ach so. Eine Altertumsstätte entdeckt und da gibt's die Ressource Altertumsstätte. Das ist aber nicht nett von dir. Mhm. Technologiebaum anschauen. So, was machen wir als nächstes? Drahl, damit wir die Musketiere aufbessern können vielleicht. Öffentliche Schule. Wir könnten jetzt Museen bauen. Ein Aquädukt. Aquädukt ist so bitter. Da fällt mir ein. Wir brauchen noch ein Opernhaus hier. Das ist natürlich blöd, weil. Oh, ein Langhaus brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir nämlich vorher ein Amphitheater. Und offensichtlich brauchen wir irgendwas fürs Amphitheater auch. Was ich gar nicht wusste, dass wir das brauchen. Wir müssen offensichtlich eh immer bauen. Wahrscheinlich ein Monument. Ja. Gut, und irgendwann in nächster Zeit können wir dann dort auch das. Hat das auch eine Altertumsstätte. Das ist cool. So, eine Runde noch. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht, wie lange das vorher wie lange ich vorher das Civ 2 gespielt habe. Machen wir noch eine zweite Runde. Im schlimmsten Fall müssen wir dann das übernächste Mal eine ganz kurze Runde hinten dran wieder hängen. Ah ja, na du bleibst noch. Da stehen. Nananga Heik? Na natürlich machen wir das. Was ist bei dem, wollte ich mal anschauen, was ihn so verärgert hat. Ja, sie greifen weiter den an. Oh Gott. Ja, der greift jetzt an. Ich hoffe, das macht nicht zu viel Schaden. Oh, das ist ja lustig. Auch angreifen. Ich schau da was an. Das wusste ich gar nicht. So, wir müssen den uns nächstes anschauen. So, aber du bleibst da, weil. Wie können wir den da jetzt angreifen mal? Schon auf 0. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Angriff starten. Trotzdem angreifen. Okay, das war's mit dem Punkt. Machen wir mal eine Marionette. So kurz oder lang auf jeden Fall das Gescheitere. So.
ganz schön praktisch. War ganz gut, dadurch wird der Musketier wahrscheinlich überleben. Ah, wir haben jetzt offensichtlich Pferde erobert. Das heißt, den können wir vielleicht auch. Nein, können wir nicht, weil der ist zu teuer. Na gut. Ah, wir liefern einfach nichts mehr an die Elisabeth schon aus an. Oh, dafür kriegen wir auch keine Färbemittel mehr von ihr. Okay. It's Scraps. Schau mal. Ist die Elisabeth grantig auf uns? Oh, it's you. Die ist immer grantig, offensichtlich. I'm listening. Warte mal, heißt das, du hast nichts mehr für mich, was ich brauche? Ich habe offensichtlich von irgendwo anders her die Dinger schon. Okay, was hältst du davon? Ich gebe dir Seide und du gibst mir Gold. Nein. Du gibst mir viel Gold. 7 Goldstücke. You cannot be serious. Was heißt, ich kann nicht be serious? 6. Deine Bevölkerung wird glücklich dadurch. Na gut, dann nicht. Irgendjemand wird es schon wollen. Du musst ja nicht. So, da haben wir eine Burg. Ich baue mal einen Tempel, der bringt plus 1 Nahrung. Offensichtlich ist das was Katholisches. Ah, ein Zoo. Wir bauen wieder eine. Nicht Karawane, sondern Frachter. Weil uns ist eine Handelsroute zerstört worden. Du bleibst nochmal stehen. Du bleibst auch stehen. Du auch. Ich frage mich gerade, ob er mit mir reden wird jetzt. Gumo! Ah, okay. Nein, ich glaube, man muss 10 Runden mindestens Krieg führen, dass er erst anfängt, vernünftig zu werden. Der hat das nicht einmal abgebaut, die Graben, das gibt's ja wohl nicht. So ein Dolm. Na gut, das war's für heute wieder. Wir haben Timbuktu erobert. Ist doch schon mal was Schönes. Valletta wollen wir erobern, wenn geht. Möglicherweise müssen wir es indirekt machen über Gao, indem wir Gao angreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Gao erobern will, obwohl, na, da hätten wir Färbemittel. Aber die haben wir eh auch von irgendwo, ja. Ich habe keine Ahnung, woher wir die Färbemittel kriegen, aber irgendwoher kriegen wir sie auf jeden Fall. Heilige Städte. Was haben wir da noch? Perlen. Aber Perlen habe ich glaube ich auch, oder? Das müssten wir schon haben, ja. Und eine Altertumsstätte. Naja. Nachdem wir irgendwie nicht auf Tourismus spielen, brauchen wir mehr Kultur. Das heißt, wir werden diese Altertumsstätten zu Kulturproduzenten machen. Nein, da ist eine Fabrikanlage drauf. Echt jetzt? Diese Altertumsstätten werden wir nicht abbauen, weil sonst ist die Fabrikanlage hin. Die macht 7 Produktion. Ach, geht so ein Dreck. Verzeiht. Da ist auch eine. Das ist ärgerlich. In unserem Gebiet sind eigentlich recht wenig. Die ist natürlich sinnvoll. Da ist Gott sei Dank nur ein Handelsposten drauf. Ist das auch drinnen?
1, 2, 3, nein, das ist nicht mehr drinnen, die Altertumsstätte, schaut mal. Aber die ist drinnen. 1, 2, 3. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kauf schon was. Na gut, Herrschaften, einen schönen Abend wünsche ich euch und bis bald.